Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review und heute gucken wir uns Justice League of America Heft 2 an. Ich bin euer Comic Hunter und los geht's. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin auf jeden Fall begeistert von diesem Heft. Hier sind die US-Hefte 2 und 3 drin. Und dieses ganze Non-Kanon-Geschichte und Gedöns ist im Prinzip echt gut. Das ist wirklich echt toll, weil die Sache ist, es ist wirklich losgelöst von diesem ganzen DCU-Story-Verwirrungen und Verworrungen. Und ja, einfach locker flockig dahergeschrieben. Und die Story ist echt interessant. Jetzt folgen 1, 2, 3 kleine Spoiler, nichts Großes, aber halt, ne, wer sich wirklich nicht spoilern lassen will, der überspringt das einfach mal so jetzt ein bisschen. Wer das erste Heft gelesen hat, weiß, dass Rao zur Erde herniedergestiegen ist in seinem riesen Metallraumschiff und Superman war hin und weg oder ist hin und weg. Fakt ist, Rao war früher der kryptonische Gott der Sonne. Und alle sind begeistert, Superman ist begeistert und dann seine ganzen Vasallen im Prinzip laufen dann durch die Stadt, wollen helfen und heilen Kranke. Alles super, alles toll, Batman ist skeptisch wie immer, deswegen lieben wir ihn ja. Das Problem ist, nach dieser ganzen Geschichte mit dem Parasiten im ersten Heft ist Barry, Hal und Diana immer noch verschwunden. Diana, ich verrate nicht zu viel, die ist irgendwo in einem zerstörten Olymp und weiß nicht, was los ist. Hal und Barry sind mal eben 250.000 Jahre, warum und weshalb weiß niemand, zurück in die Vergangenheit auf Krypton gelandet. So, und da sind sie jetzt. Okay, Spoiler Ende. Was natürlich mit der Infinity Corporation ist, erfahren wir immer noch nicht. Finde ich ganz gut. Hält echt die Spannung aufrecht. Was mich allerdings wirklich, wirklich begeistert ist, oder hat an diesem Heft, ist vielmehr Lois Lanes Artikel, der auf zwei Seiten, also auf zwei Comic-Seiten hier abgedruckt wird. Und da stellt sie nämlich eine sehr interessante Frage. Und zwar heißt der Artikel, brauchen wir noch einen Gott? Und das ist sehr, sehr interessant, denn im Prinzip glauben die Menschen ja, auch hier bei uns in der Realität ist es ja nur in Anführungsstrichen ein Glaube, wir wissen ja nicht. Und hier ist natürlich Rao, ein echter Gott zum Anfassen im Prinzip aufgetaucht und hier wird sich dann im Prinzip die Frage gestellt, oder sie stellt sich die Frage, sind dann nicht die anderen Götter, an die wir glauben, obsolet? So, und hier würde ich gerne ein bisschen was zitieren. Also wie gesagt, wer sich nicht spoilern lassen will, der sollte hier abschalten. Aber ich finde das echt, ja, ist wirklich wert, darüber mal zu sprechen. Und zwar heißt es dann weiter, ich überspringe ein bisschen. Was hofft ein Wesen wie Rao hier auf der Erde zu finden, wo jede Kultur ihren eigenen Glauben und ihre eigene Kirche hat? Was glauben Sie? Dabei geht es nicht nur um ihren Glauben. Rao ist greifbar, man kann ihn sehen und berühren, aber was bedeutet das für uns alle? Weiterhin werden Kriege im Namen von Göttern und Religionen geführt, werden Unschuldige im Namen des Glaubens ermordet. Wir halten uns für rationale Wesen, doch noch immer bestimmt der Glaube an den einen oder anderen Gott unsere Handlung. Wir leben in einer modernen Welt, die von uralten Glaubenssätzen eingegrenzt wird. Und bam, das finde ich richtig geil. Und nebenbei, was noch richtig witzig ist, dann später noch in dem Artikel, wo sie dann schreibt, ja, wo soll das im Prinzip alles hinführen? Sehen wir dann Thor im Grunde genommen noch irgendwann außerhalb des Kinos, also auch in der realen Welt? Das fand ich sehr geil, diese Anspielung auf Marvel. Ja, und ich finde das sehr interessant im Prinzip, diesen Gedankengang mal wirklich weiterzuführen. Und das zeigt für mich eigentlich schon, dass so Comics eigentlich nicht mehr nur für Kinder sind. Ich meine, das ist ein Denkansatz, der, ja, ihr mögt jetzt lachen oder so, aber das ist ein hochphilosophischer Ansatz. Was passiert, wenn ein echter Gott, im Prinzip würden wir ja einen Außerirdischen, der jetzt irgendwie hier mit Hochtechnologie hier auftauchen würde, auch als Gott ansehen, eventuell einige, was passiert dann mit dem ganzen ausgedachten Zeug? Ja? Die Bibel kann man dann doch im Prinzip wegschmeißen. Ne? Da ist ja dann die Frage, woran glaubt man denn dann? Aber die Frage könnt ihr euch selber beantworten. Auf jeden Fall für mich ist dieses Heft auf jeden Fall der Burner, richtig gut, empfehle ich uneingeschränkt. Und selbst wenn ich jetzt ein, zwei Spoiler rausgehauen habe, das war ja noch lange nicht alles. Wie gesagt, sind zwei Hefte drin, da ist auf jeden Fall noch echt genügend Material drin, an dem man sich erfreuen kann. Mir gefällt es richtig gut.
Wenn ich sagen müsste 10 von 10 Punkten, würde ich sagen 10 von 10 Punkten. Mich würde jetzt natürlich noch interessieren, ob ihr das Heft schon gelesen habt. Wenn ja, schreibt doch unten in die Kommentare, ob es euch genauso begeistert hat wie mich. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr weitere News zu Comics und Collectibles haben wollt. Comics, Collectibles, Comic Hunter. Bis zum nächsten Mal.